Der Bundespräsident wirbt für eine linksradikale Großveranstaltung in Chemnitz. Und 65.000 Menschen folgen diesem Lockruf. Wissen Sie eigentlich, was da los war? Das lässt sich nur schwer in parlamentarischer Sprache ausdrücken. Von der Großbühne hämmerten Sänger in die Menschenmenge die 65.000. Wie gern Sie, hören Sie doch zu, sind ja teilweise Ihre Leute, wie gern Sie Busfahrer zusammenschlagen, die Köpfe Ihrer Gegner zertreten, wie gern Sie Frauen so brutal vergewaltigen, dass sie wörtlich grün und blau sind. Natürlich müssen wir darüber reden, dass der Bundespräsident persönlich eine Veranstaltung empfiehlt, auf der Sänger grölen, wie gerne Sie wörtlich Messerklingen in Journalistenfressen rammen, wie gern Sie sich an brennenden Deutschlandfahnen wärmen und christliche Bibeln ins Feuer hinterherwerfen, wie gerne Sie, hören Sie doch zu, Frau Göring-Eckardt, wie gerne Sie schwangere Frauen in den Bauch treten und sich dann an der Fehlgeburt vergehen. Das ist so gewaltverherrlichend, das ist so deutschfeindlich, das ist so christenfeindlich. Wenn ein Amtsinhaber seine Neutralitätspflicht so offensichtlich verletzt, dann muss hier sein Etat Gegenstand der Debatte werden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal ist es wie immer mit den AfD-Anträgen, Sie kriegen es nicht seriös hin. Ja, Sie wollen doch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine extra Debatte zum Einzelplan des Bundespräsidenten. Was schreiben Sie in Ihrem Antrag? Aufsetzung des Haushalts für den Bundestagspräsidenten. Gut, es waren 5 Sätze. Es waren 5 Sätze, davon ist der Hauptsatz schon mal falsch. Aber das ist eben Ihr Problem mit seriöser parlamentarischer Arbeit. Dann stützen Sie, lesen Sie nach, brauchen Sie nicht schütteln, den Kopf steht in Ihrem Antrag. Das, was wir an Hass sehen mussten in Chemnitz, an rechtsextremen Parolen und Hitlergrüßen, das ist nicht Chemnitz, das ist auch nicht Sachsen, das ist auch nicht Deutschland, das sind vor allen Dingen Ihresgleichen, Ihre Funktionäre, die ganz bewusst die Grenze zum Rechtsextremismus einreißen. Das ist die Wahrheit. Seit Chemnitz steht für mich fest, Patrioten sind Sie nicht. Da sagt die Große Koalition, da wollen wir hingehen. Und dann guckt man sich das an. Und was ist es? Es ist das Lieblingswort des Finanzministers, weiter so. Es ist immer wieder nur dieses wunderschöne weiter so. Es ist kein Haushalt der Zukunft. Es ist ein Haushalt des Hier und Jetzt und ein Haushalt von leeren Versprechungen, die im Zweifel auch noch spätere Generationen bezahlen müssen. Und es geht ja noch weiter. Sie wollen ja jetzt auch noch dem Wirtschaftsministerium einen Fonds geben, damit es möglichst an allen Stellen auch noch so eine Art VEB Bundesrepublik Deutschland machen kann. Das ist das, was Sie vorhaben. Das ist nichts Neues. Das ist nicht Zukunft. Das ist Rückwärtsgewandtheit, was Sie da machen. Herr Scholz ist ein kluger, fleißiger Mann. Der wird auch sehen von solchen Subventionen. Wenn das ist, dann kann man das ja auch immer schön beweisen beim Haushalt mit Zahlen, Kollege Kahrs. Und dieses Maß an Verlogenheit ist es, was dieses Land eher spaltet. Es sind nicht die Flüchtlinge, die wir jetzt in Arbeit kriegen, und zwar deutlich mehr als je geplant. Es sind nicht die Menschen, die in diesem Land hart arbeiten und Steuern zahlen, sondern es ist eine Partei, und Herr Gauland gehört ja dazu, die immer an den inneren Schweinehund im Menschen appellieren, an Hass, Neid, Missgunst und Frust. Und das ist das, was Sie zu bieten haben. Keine Inhalte. Wenn Sie sich Ihre Inhalte hier angucken, dann tun Sie was für Besserverdienende gegen diesen Staat, gegen den Verfassungsschutz. Das ist erbärmlich. Dagegen ist diese Große Koalition ein Hort der Stabilität. Herr Scholz, ich finde es auch schon wirklich ein Armutszeugnis, wenn Sie dann sagen, Sie wollen bis 2040 das Rentenniveau dauerhaft stabil halten auf dem heutigen Niveau. Sagen wir auch, finden wir gut. Aber Sie legen kein Konzept dafür vor. Sie haben keine Ahnung, wie das finanziert werden soll. Und ich finde, das sieht mehr nach vorgezogenem Wahlkampf aus, als nach wirklicher solider Finanzpolitik. Da muss es schon mehr machen als Zeitungsinterviews geben, Herr Scholz. Sehr geehrter, lieber Sven-Christian Kindler, hier von fahrlässiger Haushaltsführung zu sprechen, wie Sie es getan haben, ist aus meiner Sicht bewusst falsch. Ich würde sagen, diese Rahmendaten sprechen dafür, dass über lange Jahre eine seriöse Haushaltspolitik geführt wurde, und sie wird hier fortgesetzt. Für Bildung und Forschung hat diese Bundesregierung lediglich 2,7% übrig. Das hat mit Zukunftspolitik, Herr Kollege, überhaupt gar nichts zu tun. Und ich habe mich gefragt, worin unterscheidet sich eigentlich Ihr Vorschlag über die Sommerpause zu dem,
Was Herr Seehofer hier vor wenigen Monaten veranstaltet hat im Rahmen der Migrationsdebatte, es unterscheidet sich überhaupt gar nicht. Beides sind taktische Spielchen angesichts der Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Nichts anderes ist es, Herr Scholz, und das muss man in dieser Klarheit auch so benennen. Herr Präsident, 2005, 2009, 2013, 2017 und jetzt 2018 vor den Landtagswahlen. Ich stelle fest, viermal gebrochen. Allein die Lebenserfahrung lehrt, dass auch dieses Mal die Union ihre Wahlversprechen wieder brechen wird. Und auch das muss man den Menschen und insbesondere den Wählern in Hessen und in Bayern ganz deutlich sagen. Herzlichen Dank. Weniger Wahlkampf, sagt mir, darum geht es. Herr Wilkas, Sie haben die Möglichkeit zu einer Intervention, wenn Sie das möchten. Aber ich will seine Redezeit nicht verlängern. Lassen Sie mal. Das haben Sie schon gerade. Als nächstes. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unser Land verroht. Der soziale Zusammenhalt wurde von der Politik zerstört. Das ist die Mutti und auch der Horst aller Probleme. Doch das Finanzministerium behauptet in einem Papier, Internetmultis hätten keine Steuervorteile. Welcher Praktikant, Herr Scholz, hat Ihnen das wohl aufgeschrieben? Wenn es konkret wird bei der Finanztransaktionssteuer, wenn es konkret wird mit einer europäischen Unternehmensbesteuerung, dann sind Sie zu zaghaft, Herr Scholz. Das ist aber nötig, um Vertrauen in der Gesellschaft auch zu erreichen. Und in diesem Sinne haben Sie noch viel vor sich. Schönen Dank. Das Gerede von einer Verkehrswende kommt aber genau aus der Ecke grüner Ideologen. Wenn es dann noch, wie jetzt im Sommerinterview geschehen, von der Kanzlerin übernommen wird, die leider nicht mehr bei uns zuhört, müssen die Alarmglocken schrillen. Und zwar auch dann, wenn der Herr Bundesminister das Thema selber nicht erwähnt. Kolleginnen und Kollegen, wenn die Bundeskanzlerin Angela Merkel innerhalb der Bundesregierung nicht in der Lage ist, bei der technischen Nachrüstung Klarheit zu schaffen und die abwartende Haltung der CDU und auch des Bundesverkehrsministers zu überwinden, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir hier im Bundestag entscheiden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Moment, wir sind noch nicht fertig. Herr Kollege Bartol, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nee. Ja, sehr geehrter Herr Bartol, wir waren doch in einer Ausschusssitzung. Sehr geehrter Herr Bartol, wir waren doch in einer Ausschusssitzung. Da haben wir doch von Experten gehört, wie das um die Nachrüstung steht. Deshalb finde ich es eine Unverschämtheit, dass Sie sich hier in dieses Parlament stellen und behaupten, technisch möglich sei die Nachrüstung von großen Fahrzeugmassen. Das ist technisch Unsinn, es ist praktisch nicht durchführbar. Und in dieser Ausschusssitzung, wo Sie offensichtlich nicht zugehört haben oder es vielleicht nicht verstanden haben, wurde uns erklärt, es ist nicht möglich. Und diesen Umstand bitte ich doch auch mal hier in diesem Parlament sachlich zu diskutieren. Wir können ja politisch unterschiedliche Auffassungen haben, aber man kann doch nicht über Expertenmeinungen so drüber hinwegfahren, wie Sie das tun. Das ist eine Unverschämtheit und Sie belügen hier Tausende von Leuten vor dem Bildschirm. Das ist unerträglich. Herr Kollege Bartol, wünschen Sie zu antworten offensichtlich? Ja, aber Leute, in aller Ruhe, Kurzinterventionen sind nicht dazu da, jetzt Emotionen hochzufahren, sondern sachliche Argumente auszutauschen. Herr Kollege Bartol, Sie haben das Wort. Ja, ich hoffe auch, dass der Kollege seinen Blutdruck im Griff hat. Die Linke sagt ganz klar, nicht mit uns. Hören Sie endlich auf, die Bahn auf Verschleiß zu fahren. Das war ein schlechter Deal, der die Steuerzahler hunderte Millionen Euro gekostet hat. Für die Linke, da müssen Sie nur mal die Presseberichte verfolgen, lieber Kollege, Es ist nachgewiesen, es ist schwarz auf weiß vom Ministerium mir auch gesagt worden, natürlich sind die Forderungen miteinander verrechnet worden. Sie wollen diese Fahrverbote, weil Sie die Menschen in diesem Land umerziehen wollen. Stehen Sie dazu und sagen Sie, dass Ihren Wählern, anstatt hier scheinheilig die Schuld auf die Autoindustrie zu schieben. Für mich ist mittlerweile klar, Teile dieses Parlaments wollen die Deindustrialisierung unseres Landes. Das ist für mich die böswillige Zerstörung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage der Bundesrepublik Deutschland. Stellen Sie eine Zwischenfrage. Nein, bitte. Wir sind am Ende der Rede und wir wollen auch keine unmittelbaren Dialoge einführen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zur Wirklichkeit.
Was Sie machen, ist eine Politik der unterlassenen Hilfeleistung gegenüber Millionen Dieselfahrern in Deutschland. Sie haben versagt bei der Aufsicht, zwingen die Menschen, neue Fahrzeuge zu kaufen und kassieren jetzt auch noch bei der Kfz-Steuer ab. Das ist besonders dreist, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie im Koalitionsvertrag selber sagen, Sie schließen Steuererhöhungen aus. Wie man das den Bürgern erklären soll, dass das gleiche Fahrzeug mit dem gleichen CO2-Ausstoß im August zugelassen eine ganz andere Steuer hat, als wenn Sie es im Herbst zulassen. Das ist wirklich schwierig, ist auch mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar. Und lassen Sie mich eins noch sagen, Herr Scheuer, das alles ist eine 100% ideologiegetriebene Verkehrspolitik, die mit den Anforderungen der Gegenwart und insbesondere der Zukunft nicht das Entfernteste zu tun hat. Kommen Sie endlich im Jahr 2018 an. Liebe Kollegin Wagner, tja, freie Fahrt für freie Bürger. Ja, dazu stehen wir weiter, weil wir eben keine Verbotspartei sind und nicht ideologiegetrieben, so wie Sie. Und ich glaube, da sind einige Punkte ganz wichtig. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gelber? Nee, ich erlaube jetzt mal keine Zwischenfrage. Aber ich muss Sie fragen. Ja, und ich erlaube Sie nicht. Das ist ganz einfach, soll er sich auf die Rednerliste setzen, hat er ja dann die Möglichkeit. Wenn ich mit Scheuer rede, dann rede ich mit ihm über meistens fünf Themen. Erstens über die Bahn, zweitens über Digitalisierung, drittens über die Bahn, viertens über Radverkehr, fünftens über die Bahn. Mit ihr steht und fällt der wirtschaftliche Gesamterfolg unseres Landes. Machen wir später wieder. Das Signal muss sein, wir erfüllen unsere Klimaziele. Das Signal, hören Sie erstmal bis zu Ende zu, muss aber auch heißen, wir bleiben dabei wettbewerbsfähig. Wir erhalten die Wertschöpfungsketten in Deutschland und sichern Arbeitsplätze. Und Ihre Zwischenrufe zeigen mir eigentlich, dass die Grünen da scheinbar nicht dran interessiert sind. Ihr Haus kommt mir vor bei den angesprochenen Förderprogrammen wie so ein Kind, das immer die große Portion Pommes will, aber den Teller dann nicht mal zur Hälfte aufisst. Ziehen Sie endlich Konsequenzen aus diesem fatalen Mittelabfluss. Passen Sie die Mittel endlich an den Mittelabfluss an. Zugunsten zum Beispiel des Abbaus von Staatsschulden, das wäre eine nachhaltige Politik. Vielleicht ist es nicht ein Sozialdemokrat, der Sie auf den richtigen Weg führen kann. Aber lesen Sie sich einfach mal von Papst Franziskus Laudato Si durch. Und dann machen Sie sich mal ein Bild davon, warum Klimaschutz die Menschheitsfrage ist und warum wir längst hier handeln müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und 25 Jahre später werft die SPD-Fraktionsvorsitzende den Grünen einen überhasteten Kohleausstieg vor. Ich frage mich wirklich, in welchem Klimadiskurs Sie leben. Und Herr Mirsch, bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich glaube, Sie waren der erste Sozialdemokrat, der hier heute an diesem Redepult Andrea Nahles für dieses miese Faulspiel in der Klimadebatte, nicht uns gegenüber, ich habe da kein Problem mit sowas, aber in der Klimadebatte kritisiert hat. Aber das, was Sie dann erzählt haben hinterher, ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das sind die Reden, die wir aus der SPD seit 25 Jahren hören über den Kohleausstieg. Aber Sie tun nichts, verdammt ich noch mal. Das ist das Problem. Selektive Wahrnehmung bei den Grünen. Sehr selektive Wahrnehmung. Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Herr Kindler und Herr Beutin, also Ihre Äußerungen zum Hambacher Wald sind wirklich der absolute Gipfel der Heuchelei. Da haben Sie rot-grünen Sturmtruppen, haben Sie Stellung gebracht für 100 Hektar Wald. Dabei sind für Ihre Windräder, die Sie gerne haben, sind schon mehrere hundert Hektar Wald abgeholzt worden. Und da hat noch nie jemanden von Ihrer saufenden, rülpsenden Bande jemals gesehen. Und Herr Beutin. Mit solchen Worten wollen wir Menschen in diesem Lande nicht bezeichnen. Ich möchte Sie deshalb an diesem Puls sind gerade Chemnitzer Bürger als Nazis bezeichnet worden, habe ich nichts gehört. Aber okay. Ich möchte Sie deshalb anmahnen. Und die einzigen Extremisten in Chemnitz, die es gegeben hat, die standen auf einer Bühne und haben etwas produziert, das manche für Musik halten.